Del Nero, tolle Geschichte, die du da erzählst. Ein anonymer Anruf, ein geheimnisvoller Angreifer und eine Leiche. Das klingt wie das Grundgerüst eines dieser Groschenromane, die derzeit so im Schwange sind. Ich möchte wetten, dass solche Bücher zu deiner Karriereentscheidung beigetragen haben. An deiner Stelle würde ich keine Witze machen. Du bist in keiner besonders amüsanten Lage. Fassen wir mal die Fakten deiner Version zusammen. Etwa 20 nach 12 ruft dich ein Mann an. Er sagt, dass er Informationen für dich hat und dass du zu den Melville Docks kommen sollst. Du stimmst zu, ihn zu treffen. Als du am Hafen ankommst, ist keiner da. Du beschließt, die Piers abzuklappern. Und dort findest du die Leiche von Sean McLean, ein Ex-Polizist, der früher just in dieser Abteilung hier dein Partner war. Bis zum Fall Valenti, wo ihr beide aus dem Dienst entlassen wurdet. Und schließlich behauptest du, dass du von einem geheimnisvollen Typen angegriffen wurdest, der hinter dir her war, als du von Harris und McGee aufgegriffen wurdest. Ist das soweit richtig? Ich habe dir jetzt schon dreimal den Hergang geschildert. Ich kann das so oft wiederholen, wie du willst. Aber ich werde mich nicht verhaspeln. Du bist des Mordes beschuldigt, Del Nero. Ich schlage vor, dass du kooperierst, wenn du nicht in einer Zelle landen willst. Es gibt ja noch einige Unklarheiten, die ich gerne etwas beleuchten will, wenn du nichts dagegen hast. Klar, nur zu. Ich habe nichts Besonderes vor, nachdem meine Häkelstunde eh ausgefallen ist. Del Nero, mach nur weiter deine Scherze, wenn du meinst, dass dir das nützt. Um 20 nach 12 kriegst du einen Anruf von einem Mann, der dich zu den alten Melville Docks schickt. Und du machst das einfach ohne nachzudenken. Reden wir über den Anruf, den du bekommen hast. Gut, das war... Antworte endlich, oder du wirst sehen, was du davon hast. Reden wir über den Anruf, den du bekommen hast. Nur die Ruhe. Okay, das muss schon eine verdammt wichtige Information gewesen sein, dass du dafür mitten in der Nacht zum Hafen schleichst. Um was für eine Information geht es denn? Interessant. Deiner Geschichte zufolge hast du dich sofort nach dem Anruf auf zu den Melville Docks gemacht. Wie bist du zum Hafen gekommen? Tja, mit einem Taxi. Interessant. Aus den Telefonaufzeichnungen wissen wir, dass du um 0.27 Uhr eine Taxifirma angerufen hast. Aber wir haben keine Beweise, dass du auch wirklich ein Taxi genommen hast. Wie erklärst du dir die Tatsache, dass kein Fahrer dich gefahren haben will? Mach keine Witze und beantworte die Frage. Wie erklärst du dir die Tatsache, dass kein Fahrer dich gefahren haben will? Okay. Hast du jemanden getroffen, als du am Hafen ankamst? Getroffen haben wir keinen. Also hast du niemanden getroffen. Was hast du gemacht, als du am Hafen ankamst? Gut. Die Beamten sagten, dass du auf dem Hafengelände warst. Warum bist du auf die Piers? So, da waren Blutspuren. Lüg nicht, Del Nero. Meine Leute haben keine Spur von Blut gefunden. Warum bist du auf die Piers? Gut, dann haben wir. Dieses Verhalten wird dich nicht weiterbringen, Del Nero. Del Nero, deine Attitüde geht mir auf den Geist. Ich hoffe, das Zimmer gefällt dir. Weil solange du nicht anfängst zu reden, wirst du hier viel Zeit verbringen. Angenehmen Aufenthalt wünsche ich. Auf Wiedersehen, Del Nero. Verdammt! Wie jetzt? Oh, na toll. Eine Mordanklage hat mir gerade noch gefehlt. Ich frage mich, was heute noch so Tolles passiert. Oh, jetzt haben wir das Mordes angeklagt. Jetzt werden wir erst einmal speichern. Zur Sicherheit. Da rum. Ein Verhörtisch. Ich würde ja gern behaupten, dass das erste Mal ist, dass ich einen sehe. Hey! Ist da jemand drin? Wenn du mich hier länger festhalten willst, könntest du mir ja wenigstens eine Zeitschrift geben. Hier ist es verdammt langweilig.
Sieht nicht so aus, als sei hier jemand drin. Ich habe nichts bei mir. Die haben mir alles abgenommen, was ich jetzt brauchen könnte. Der Heizkörper ist nicht angeschlossen. Es ist niemals gemütlich in einem Verhörraum. Abgeschaltet. Dazu fällt mir nichts ein. Das bringt nichts. Das ist der Schalter, wo man seine persönlichen Gegenstände abgibt. Hier kann ich nicht viel machen. Abgeschlossen. Das haben wir schon gedacht. Diese Tür ist für mich der einzige Weg nach draußen. Die größte Schwierigkeit wird es sein, dass ich diesen Weg ohne Handschellen beschreite. Was ist los? Ich will telefonieren. Vergiss es! Das Telefon ist kaputt. Also reg dich ab und hör auf, unsinnige Forderungen zu stellen. Dann werde ich darauf verzichten, zu verlangen, dass man den Affen vor diesem Zimmer entfernt. Hä? Was ist los? Wie lang soll ich hier festgehalten werden? Bis Lieutenant Malone sagt, dass du gehen kannst. Ihr könnt mich nicht ewig hier festhalten. Da würde ich nicht drauf wetten. Na toll. Was ist los? Ich will mit Malone reden. Ich sag ihm Bescheid. Du bleibst schön hier. Oh, Mist. Ich wollte so gern auf die Osterinseln, solange du weg bist. Hä? Willst du endlich kooperieren, Del Nero? Ich will einfach nur raus hier. Der einzige Weg heraus ist es, meine Fragen zu beantworten. Fangen wir nochmal von vorne an. Reden wir über den Anruf, den du bekommen hast. Ach, das ist ein Rätsel. Gut. Okay, das muss schon eine verdammt wichtige Information gewesen. Um das was für eine Information geht es denn? Kennen wir ja schon, ist sie? Interessant. Deiner Geschichte zufolge hast du dich sofort nach dem Anruf Wie bist du zum Del Nero, nicht zu antworten ist kein... Aus den Telefonaufzeichnungen wissen wir, dass du um 0.27 Uhr eine Taxifirma angerufen hast. Aber wir haben keine Beweise, dass du auch wirklich... Wie erklärst du dir die Tatsache, dass... Probieren wir es mal anders. Okay. Hast du jemanden getroffen, als du am Hafen ankamst? Interessant. Was hast du gemacht, als du am Hafen ankamst? So, wir haben uns umgeschaut. Gut. Die Beamten sagten, dass du auf dem Hafengelände warst. Warum bist du auf die Piers? Interessant. Was hast du an den Piers vorgefunden? Interessant. Wenn es dir nichts ausmacht, Del Nero, erzähle ich dir jetzt mal meine Version des Hergangs. Leider ist die nicht so aufregend wie deine. Es kommen keine geheimnisvollen Männer oder anonymen Anrufe darin vor. Ich glaube, jemand verfolgte Sean McLean. Und derjenige hielt es für eine gute Idee, dir aufs Auge zu drücken, dass er im Hafen war. Vielleicht hat er dafür Geld genommen. Vielleicht ist das Teil eines Kodex zwischen euch Privatschnüfflern. Das ist doch Quatsch. Lass mich ausreden, Del Nero. Mit dieser Information bist du in ein Taxi gestiegen und du hast auch deine Knarre nicht vergessen. Als du ankamst, hast du McLean vorgefunden und ihm eine Kugel in den Bauch gejagt. So ist das doch gelaufen. Gib's endlich zu, Del Nero. So, Umbruch haben wir denn auf jeden Fall nicht. Nein? Dann reden wir mal über die Knarre, die du in der Hand hattest, als die Beamten dich am Hafen überraschten. Du hast hinter den Docks rumgeballert und bist wie ein Irrer mit deiner Knarre in der Hand weggerannt. Ist das soweit richtig? Die Waffe haben wir dabei. Die Paraffinanalyse deiner Waffe belegt, dass du sie heute Nacht abgefeuert hast. Wie erklärst du dir das? Ich habe doch schon gesagt, dass die Knarre während des Handgemenges losgegangen ist. Natürlich, das Handgemenge mit dem rätselhaften Fremden. Ein Mann, dessen Gesicht du nicht erkennen konntest und von dem die Beamten keine Spur fanden.
De Niro, es waren heute Nacht nur zwei Leute am Hafen. Du und McLean. Du bist derjenige, der McLean getötet hat. Warum hätte ich ihn umlegen sollen? Aus Rache, Del Niro. Einfach nur aus Rache. McLean hatte eure Verbindung zum Valenti-Clan zugegeben. Und das hat ihn nur seinen Job gekostet, während du ein Jahr einsetzen musstest. Das scheint mir doch ein plausibles Motiv für einen Mord zu sein. Das sind doch nur Vermutungen, Malone. Das sind Tatsachen, Del Niro. Gesteh endlich. Du hast McLean erschossen. Gib einfach zu, dass du schuldig bist, Del Niro. Es gibt keine Beweise. Del Niro, das Gesetz erlaubt es mir, dich so lange hier zu behalten, wie es mir angebracht erscheint. Wenn du jetzt gestehst, wird dir der Richter eine verminderte Strafe geben. Wenn nicht, wirst du so lange in diesem Raum sitzen, bis wir die Beweise gesichert haben, die belegen, dass du der Täter bist. Und wenn wir absolut nichts finden, fällt uns sicher irgendetwas ein. Auf Wiedersehen, Del Niro. Bastard! Verdammt! Malone braucht sicher nicht lange, um Beweismittel gegen mich zu finden. Ich muss mich irgendwie aus dieser Lage herauswinden. Ja, und jetzt? So, jetzt werden wir erst einmal da Pause machen. So, wir sitzen immer noch im Knast. So, was dann jetzt? Sonst gibt's ja da nichts. Da können wir nicht rein. Eine verrückte Idee. Hallo? Hä? Was ist jetzt los? Jemand hat deine Kaution bezahlt. Hol deine persönlichen Gegenstände am Schalter ab und verschwinde. Wir brauchen den Raum. Jetzt, wo ich gerade angefangen habe, mich richtig wohlzufühlen. Wenn du willst, kann ich dich für ein paar Tage in eine Zelle stecken. Ist das eine formelle Einladung zum Tee mit deiner Familie? Hä? Ich sollte hier lieber schnell verschwinden. Ich will keine Minute länger hier verbringen. Ach, es hat jemand die Kaution zahlt? Gut, unsere Sachen. Ich hoffe, es fehlt nichts. Seans Flasche Whisky. Die Beamten müssen gedacht haben, das sei meine. Sonst hätten sie sie mir sicher nicht gegeben, wo ich doch angeblich deren Besitzer ermordet habe. Gut, dann aus sie doch. Hey, lasst mich hier raus! Das Polizeidezernat Hoboken. Ich war schon seit Jahren nicht hier. Hat sich nichts geändert. Da hängen immer noch die gleichen alten Fotos an der Wand wie zur Zeit, als ich hier arbeitete. Beamte mit rausgedrückter Brust, die dem Bürgermeister die Hand schütteln. Ich habe diesen Ort wirklich nicht vermisst. Naja, egal. Zeit rauszufinden, wer der gute Samariter ist, der meine Kaution bezahlt hat. Und dafür fangen wir jetzt erst mal den, ne? Der Posten des Diensthabenden. Hallo, Officer. Was kann ich für Sie tun? Kannst du mir sagen, wer die Kaution für mich bezahlt hat? Nennen Sie mir Ihren Namen. Jack Del Niro. Jack De Niro. Del Niro, nicht De Niro. Okay, beruhigen Sie sich. Jack Del Niro, da haben wir sie ja. Um 1.13 Uhr entlassen. Kaution wurde gestellt von Victoria Diaz. Tja, Sergeant Diaz hat ihre Kaution gestellt. Mann, Sie haben mächtige Freunde. Sieht so aus. Wo finde ich Sergeant Diaz? Oberstes Stockwerk. Die Treppe ist ganz hinten rechts. Danke. Tschüss, Officer. Tschüss. Tschüss. Gut. Halt. Da auf, weh. Sergeant Diaz hat uns die Kaution gezahlt. Sergeant Diaz! Dieses Verhalten ist inakzeptabel.
Ich werde nicht zulassen, dass Sie meine Ermittlungen behindern. Es ist schon etwas weit hergeholt, das überhaupt Ermittlungen zu nennen. Ich werde nicht mit Ihnen über meine Methoden diskutieren. Ich bin Ihr Vorgesetzter und ich befehle Ihnen, sich aus der Sache rauszuhalten. Andernfalls werde ich mich um Sie auch noch kümmern müssen. Was wollen Sie machen? Mich auch in eine Zelle sperren? Halten Sie sich einfach raus. Alles andere wäre nur zu Ihrem Schaden. De Niro, nutz die Zeit, die dir bleibt, wie du es für richtig hältst. Aber in 24 Stunden steckst du sowieso wieder in einer Zelle. Und ich bin derjenige, der dich dahin bringen wird. Welche Ehre! Da kannst du witzeln, so viel du willst. Die Wahrheit wird auf die eine oder andere Weise ans Licht kommen. Dir macht die Rolle als untadeliger Bulle richtig Spaß, was, Malone? Die Rolle fällt mir einfach, wenn ich es mit einem Killer zu tun habe. Du kannst nicht beweisen, dass ich McLean umgebracht habe. Das wird schon noch, Del Niro. Das wird schon noch. Ach, noch was. Ich schlage vor, dass du die Stadt nicht verlässt. Ich habe persönlich dafür gesorgt, dass jeder Beamte in New York über dich Bescheid weiß. Wenn sie dich auch nur mit dem großen C außerhalb der Stadt erwischen oder irgendwo, wo du nicht zu suchen hast, kassieren sie dich und du gehst in den Knast. Eine ganze Polizeiabteilung, die jede meiner Bewegungen beobachtet. Ich fühle mich ob solcher Aufmerksamkeit wahrhaft geehrt. 24 Stunden, Del Niro. Gib mir 24 Stunden. Gut. Der hat anscheinend Bus gegen uns. Sergeant Diaz. Lass das, Jack. Nenn mich Victoria. Du hast ja ganz schön Karriere gemacht in den letzten Jahren. Ich kenne dich noch als absolutes Greenhorn. Eine Menge Zeit ist vergangen, Jack. Jeder hätte das geschafft. Das glaube ich nicht. Wenn ich noch bei der Truppe wäre, wäre ich sicher noch in der Central Station auf Streife. Du hättest ohne weiteres Lieutenant werden können, wenn du nur etwas gesunden Menschenverstand hättest. Ich habe eine etwas ambivalente Beziehung zum gesunden Menschenverstand. Was keine gute Eigenschaft für einen Polizeibeamten ist. Aber davon ab, wir müssen reden. Gibt es hier irgendwo eine ruhige Ecke? Mein Büro sollte eigentlich ruhig genug sein.